Greetings in the name of the Lord Jesus Christ. It's a grand privilege and honor for me to greet you in the marvelous name. Grüße in dem Namen des Herrn Jesu Christi. Es ist ein Vorrecht, euch willkommen zu heißen zu dieser Konferenz. Und mein Name ist Juan Espinosa. Ich bin ein Gläubiger dieses Dienstes und wurde 1971 am 29. Oktober geboren in Porto La Cruz in Venezuela. Ich wurde in die Botschaft geboren, da meine Eltern mir im Monat August 1965 die Botschaft empfangen haben. Ich bin einfach in einer christlichen Familie aufgewachsen. Preis sei Gott, Halleluja. Willkommen, jeder Einzelne. Zum vierten Tag der weltweiten Konferenz der Botschaftsgläubigen, der virtuellen Konferenz. Es ist ein Vorrecht, so viele Gläubige zu haben aus der ganzen Welt, die kommen, um sein Wort zu hören. Und ich will aus Psalm 133 lesen, ab Vers 1 bis 3. Wir werden hier den Gottesdienst beginnen. Siehe, wie fein und liebenswert ist es, dass Brüder einträchtig beieinander leben. Es ist wie das kostbare Salböl dem Haupt in den Bart hinabfließt, in den Bart Aarons, zu dem Untergewand seines Kleides, wie der Tau vom Hermon, welcher herabfließt bis auf den Berg Zions. Denn dort hat der Herr Segen geboten und Leben in Ewigkeit. Während wir den Gottesdienst heute beginnen, möchte ich ein Lied singen. God only wise in light ascending, oh, hid from our eyes, most blessed, most glorious, the ancient of days. Everybody worship the Lord. Unrest, unhasty, and silent as light. No wanting, no wasting. Thou rulest in mind. Thy justice like mine.
Lass uns singen, ich gehe den Garten allein, während wir fortfahren, den Herrn anzubeten. Worship the Lord around the world. Möge er zu uns sprechen heute Abend. Voice to
is calling. Let him call you tonight. And he walks. Hallelujah. With me. And he talks. And he tells me I am his own. Oh, and the joy we chant as we tell redemption has ever. No. Hallelujah. What a time, what a time. Hallelujah, was für eine Zeit, welch eine Zeit. Gesegnet sei der Name des Herrn. Wir werden jetzt Tabernakel, das kleine Bethlehem in San Lorenzo, das Pastor Javier Rojas, Gott segne euch reichlich. Es ist ein großes Vorrecht, euch zu grüßen, in dem Namen unseres Herrn Jesu Christi, einen Bethlehem-Tabernakel in Paraguay. Erwartung, das Wort Gottes zu hören. Große Spannung, die Segnungen des heutigen Tages. Und wir möchten sicherlich auch dem Herrn danken für diese Konferenz, die der Herr auch gegeben hat zu seiner Frau. Auch mächtig in unserer Mitte sein würde heute Abend. Danke, Bruder Samuel, und deiner ganzen Gruppe. Und auch Grüße an die Übersetzer und Dolmetscher. 20 sagt, wir sollen den Herrn preisen, singen mit Freude dem Felsen unserer Errettung, denn Gott ist unsere Errettung. Lass uns beten. Sind wir heute Abend? Ein großes Vorrecht, zu dir zu kommen heute Abend. Gelegenheit, heute zu kommen und heute zu preisen, dich anzubeten und deinen Namen auch zu erheben, ihn zu nennen. Sammlungen. Dich einfach erheben mögen. Mögen große Segnungen herausgegossen werden, überall auf der Welt, auf deine Kinder. Wir wissen, dass die Zeit weit vorangeschritten ist und es ist notwendig. Und wir sind in großer Erwartung, weil wir glauben, unter uns tust. Und mögest du, wir sehen dein, sende dein Wort und dein Geist unter uns heute Abend, Herr. Und mögest du deinen Diener salben, dass er auch diese Botschaft, auch, die du ihm aufs Herz gelegt hast, uns übermitteln kann. Wir denken daran, wie du gekommen bist, um uns einzuladen, um dass wir Teil dieses Werkes sein würden in dieser Stunde. Und wir sind sehr bevorrechtigt und danken dir sehr dafür. Und dass dieser Gottesdienst, Herr Jesus, fortschreiten würde, dass dann in diesem Gottesdienst große Segnungen auf deinem Volk ruhen würden. Dass sie mit Glauben diese Dinge auch hören werden.
Mögest du ihnen Freiheit auch zusprechen, Herr. Während sie dein Wort hören heute Abend, mögen sie eine Erfahrung machen mit deinem Wort und deinem Geist, o Herr. Wir danken dir von diesem Ort, an unserem Posten der Pflicht. Es ist auch ein Vorrecht, unsere Geschwister zu grüßen, um die Welt herum, o Herr. Mögest du reichlich diese Versammlung segnen und möge dein Geist sich mächtig in unserer Mitte erweisen, dass wir deinen Namen preisen würden hinterher. Die größten Segnungen, Herr, auch ausgegossen werden auf dein Volk und auch deine Kinder. Und mögen wir groß in dem kostbaren Namen des Herrn Jesus Christus. Amen, Amen und Amen. Amen. Ich, Bruder Samuel, auch alle anderen, die zuhören. Segne dich, Ehre sei Gott. Wir werden und Schwester von unserer Gemeinde, Schwester Marie Monteles. Und das Thema des Lieds ist: Steh auf seinem Wort. Trust his holy words. Go ahead.
Hallelujah, hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Thank you very much, Sister Mary Manteles, for the beautiful singing. Yes, Herr. Danke, Schwester Maria, und unterstützt auch von Schwester Elisabeth. Wir kommen zum Ort, wo ich das Vorrecht habe, der heute Abend vorbereitet wurde. Einen Evangelisten, Bruder Juan Espinosa, einzuladen und vorzustellen. Ich nenne ihn meinen Freund, meinen persönlichen Freund. Viele von euch kennen bestimmt sein Zeugnis. Er ist in der Botschaft aufgewachsen, geboren, und im Alter von 12 hat er seine erste Erfahrung mit dem Heiligen Geist. Der Herr fing an, ihn zu arbeiten, ihn zu rufen, und Großvater arbeitete im Omega-Tabernakel. Naja, gut, jetzt am Pult. Opa arbeitete im Omega-Tabernakel in Venezuela, hat im Jahr 1996 wurde Bruder Juan Espinosa als Evangelist ordiniert und hat eine Zeit lang im Omega-Tabernakel gearbeitet. Jetzt ist er im kleinen Bethlehem-Tabernakel Evangelist und arbeitet mit Javier Rojas. Und es ist mein Vorrecht, ihn einzuladen, Evangelisten Juan Espinosa laden. Ehre sei Gott, Samuel, ein großes Vorrecht, sich im kostbaren Namen des Herrn Jesus Christus willkommen zu sein. Konferenz von der Erntemission Bibelgemeinde zu sein. Und es ist ein Vorrecht, mit so vielen Gläubigen zu sein, und es ist in der Tat ein Vorrecht und eine Ehre, Teil von dieser großen Zusammenkunft zu sein. Vor ein paar Jahren konnten wir uns das nicht vorstellen, dass wir Versammlungen auf diese Art und Weise haben würden, aber der hatte diese Dinge für uns vorbereitet. Ich möchte mich entschuldigen, bevor ich anfange zu predigen. Ich bin eigentlich kein Prediger, der gewöhnlicherweise Englisch spricht. Ich bin ein Evangelist und habe in Südamerika, in der Karibik und ein paar anderen Orten gepredigt. Aber ich habe immer auf Spanisch gepredigt. In den letzten paar Jahren hat der Herr uns gerufen, Sprache zu. Bitte, dass der Herr ein großes Wunder heute vollbringen wird. Vor mir gepredigt haben, Bruder Bo, Bruder Milevo und Bruder Nata auch gratulieren. Letzte Nacht, als ich anfing, der Botschaft zuzuhören von Bruder Nata, ein bisschen erstaunt, und ich dachte zu mir selbst, wie kann es sein, dass ein Mann, der ganz allein ist, dort in Südkorea ist, dass er eine Botschaft predigt, die so ähnlich ist mit den Gedanken, die Gott mir auch gab. Und daher glaube ich, dass das der Wille des Heiligen Geistes ist. Schwester, ich möchte meine Zeit nicht verschwenden. Ich möchte direkt in das Wort Gottes hineingehen. Und ich möchte ab und zu übersetzen, mal pausieren, mich entschuldigen im Voraus, weil mein Englisch nicht so gut ist wie die anderen Prediger, die schon vor mir gesprochen haben, aber ich ruhe und ich glaube, das ist ein übernatürliches Wunder um uns herum. Möchte ich euch einladen, das
den Römerbrief aufzuschlagen, Römerbrief Kapitel 1, mit dieser Schrift hier vertraut ist. Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt. Derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Aus Offenbarung Kapitel 4 eine Plattform für den Gedanken, den Gott uns gegeben hat, mit euch zu teilen, zu bereiten. In Offenbarung Kapitel 4, Vers 6 und 7 sagt die Bibel, und vor dem Thron war ein gläsernes Meer, vielleicht Kristall. In der Mitte des Thrones, rings um den Thron, waren vier lebendige Wesen, voller Augen, vorn und hinten. Und die Menschen sagten sogar Tiere. Lebendige Wesen glich einem Löwen. Das zweite lebendige Wesen glich einem jungen Stier. Das dritte lebendige Wesen hatte ein Angesicht wie ein Mensch. Und das vierte lebendige Wesen glich einem fliegenden Adler. Unser kostbarer himmlischer Vater, deine Ehre ist es, als dein Sohn heute gerechnet zu werden. Und in der Welt hast du vorher bestimmt, dass 10.000 Jahre und sogar Milliarden von Jahren zuvor wusstest du, dass wir diese Versammlungen haben würden. Und wir wollen dir danken für die Inspiration, die du in das Herz unseres Bruders Samuels für diese Versammlungen danken, für die Prediger, die bereits für uns gepredigt haben, durch die Versammlungen hindurch. Aber heute, Herr, haben wir immer noch eine große Notwendigkeit deiner Gegenwart, die unter uns sein muss und sogar in uns sein muss. Herr, du weißt, ich habe nicht von Fähigkeiten her, um etwas zu sagen und noch dazu in einer Sprache, die nicht meine Muttersprache ist. Aber ich glaube und weiß, dass du um meine Zunge, meine Worte auch dirigieren kannst, Gedanken ausrichten kannst. Führe uns auf dem Faden der Gerechtigkeit und speise unseren Seelen mit dem Körperwort des offenbarten Wortes dieser Stunde. Erhilf uns den Gedanken, Herr Jesus, auch und nimm von uns alle Furcht und alles, was den Segen Gottes zum Volke Gottes hindern würde. Und mögen wir dich verherrlichen am Ende des Gottesdienstes. Mögen wir, Herr Jesus, einen besseren Wandel mit dir haben, Herr. Ist unser Gebet. Im Namen von Jesus Christus bitten wir das in diesem mächtigen Namen. Amen und Amen. Möge Gott euch segnen und ihr dürft euch setzen, wenn ihr gestanden habt. Lass uns entspannen und uns zurücklehnen und erfreuen in dem Wort Gottes Zeit. Und heute Abend möchte ich mit euch etwas teilen, so wie ich vor ein paar Minuten sagte. Den Titel der Botschaft hörte, der Botschafter, die Bruder Michael Nutter sprechen würde oder gesprochen hatte. Und ich hatte diese Notiz nicht so vorbereitet, weil ich Bruder Michael Nutter gehört habe, aber das war, was ich in den letzten 5 Wochen gepredigt hatte. Von meiner Botschaft heute ist Kraft, die die Gemeinde auferheben wird oder auferwecken wird. Die Kraft, die die Gemeinde auferheben oder auferwecken wird. Und ich möchte sagen, als ich angefangen hatte, dieses Thema zu studieren, kam es in mein Herz, dass die große Not, die Braut Christi hat, und ich dachte, die Not, die Braut hatte zu dieser Zeit, ist nicht nur Mitgliederanzahl in der Gemeinde oder die Mitgliederanzahl von Gemeinden zu erhöhen. Darum geht es nicht nur diese Anzahl zu erhöhen,
unsere Gebäude zu verbessern. Das ist auch natürlich auch sehr wichtig. Gemeinde Christi versucht nicht, die Menge der Seiten, Bücher und was auch immer sie haben zu erheben, aber brauchen ist die Gegenwart der lebendig machenden Kraft, die große und den großen Auftrag, den wir bekommen haben, zu erfüllen. Wir alle wissen, dass der große Auftrag, den wir bekommen haben, ist, die Welt zu evangelisieren, zu neue Konvertierte oder Bekehrte für unsere Gemeinden zu gewinnen, sondern die große, der große Auftrag, den wir haben, ist die Auferstehung der Toten, das Gehen der Gemeinde, um sich an dem großen Hochzeitsmahl des Lammes, der etwas sehr notwendig ist in unseren Seelen, die Gegenwart der lebendig machenden Kraft zu haben, den Leib Christi beleben wird und auch den Leib der Gläubigen überall in der Welt. Das ist die Notwendigkeit, die wir haben. Zu verstehen und auch den Auftrag zu sehen, den wir haben, müssen wir wissen, was für ein Geheimnis es ist, dem wir folgen müssen. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber Bruder Branham sagte, und wir alle wissen das, dass er verfolgte, dass er einem großen Geheimnis nachjagt in seinem Leben. Er sagte, ihr erinnert euch an die Sache, der ich nachfolgte, oder die eine Sache, die mich verfolgte, sie ist aus meinem Leben gewichen. Und der Prophet sagte nichts weiter darüber. In dieser Stille müssen wir verstehen, Vers 4, wir verstehen, dass wir, was das Geheimnis Gottes für diesen Tag ist, und dann werden wir davon unsere Seelen speisen, um den Auftrag, den Gott uns gegeben hat, zu erfüllen. So, daran denke, der mir in den Sinn kommt, ist Elisa. Wir wissen, Elisa war ein junger Mann, er war ein Geschäftsmann, er war dabei, sein Geschäftswesen zu verbessern, und er wollte sicherlich Feld in seiner Karriere vorankommen, er wollte vielleicht eine Frau haben und wollte sich eine bessere Lebenssituation für sich und seine Familie und Kinder und seine Eltern verschaffen. Und er war jemand, der sich auch in der Welt also etablieren wollte, versuchte in den Wohlstand zu kommen. Er war ein Mann wie jeder andere von uns. Ist ein anderer Mann, Gott gesandt, einen Weg kreuzte. Und ich möchte, dass ihr versteht. Diesen Mann sah nicht nur einen Mann, aber er hatte eine Tiefe, die in ihm rief. Obwohl er ein Mann, ein Mensch war, obwohl er ein Geschäftsmann war, Sohn war und versuchte, eine bessere Lebenssituation für seine Familie herzustellen oder zu erbauen, hat er doch eine Not in seiner Seele, und Gott sandte platzierte Elisa auf den Weg, so dass beide sich kreuzen würde. Und ich bin auch so froh, dass Gott einmal Elia, den Propheten, in unsere Zeit sandte, und er platzierte ihn an unserem Ort, so dass wir ihm begegnen würden. Es war Gott, der den Propheten sandte in dieser Generation. Und
wir leben. Lebenssituationen verbessern würden, wo wir bessere Väter und Mütter werden wollten, da tat Gott etwas Außergewöhnliches. For those he chose, for those he elected to be his family, to be. Sollten, für diejenigen, die seine Familie sein sollten, die sein Volk sein sollten, seine Familie auf der Welt. Und ich möchte, dass ihr versteht, Geschwister, dass als Elisa anfing, Elia zu folgen, dann folgte er nicht einem Menschen, sondern er, Elisa, sah etwas. Er sah nicht nur einen Mann, der miesepetrig war und jemand, der ungeduldig war. Er ging jenseits der Menschlichkeit des Propheten und Gott gab ihm eine geistliche Unterscheidungskraft. Gott gab ihm ein prophetisches Verständnis und er war in der Lage zu sehen, nicht nur einen Menschen, der irgendwo vor ihm lief, vor dem Haus und dann auf die Veranda seines Hauses trat, sondern Elisa sah in dem Leben von Elia, war ein Zeugnis. Und der Geist Jesu Christi ist das Zeugnis Jesu Christi ist der Geist der Prophetie. Und ich möchte, dass ihr versteht, dass wir nicht nur Eltern von Kindern sein sollen, Pastoren zu sein von einer netten Herde. Und wir sind nicht nur Evangelisten zu sein, aber Gott hat uns hierher platziert, um noch einmal zu weissagen. Das heißt, wenn wir dieses sie in uns haben. Und dann möchte ich euch was sagen. Gesprochen wurde durch Propheten, Psalmisten, Generäle, Leviten und sonstige Charaktere in der Bibel. Das waren nicht ihre eigenen Gedanken. Sie haben sich nicht vorgestellt, was Gott war, sondern die Dinge, die sie aussprachen, waren das Zeugnis des Herrn Jesus Christus. Identifiziert wurde im Alten Testament, wie niemals kam der Prophet Gottes mit irgendwelchen Annahmen oder Vermutungen. Nein, der kam immer mit Sicherheit. Sie kamen aus der Dunkelheit, aus der Wüste, aus der Wildnis. Und was hat sie klar ausgewiesen? Es war das so spricht der Herr. Und Brüder und Schwestern, Propheten des Alten Testaments sprachen. Es war das Geheimnis, nicht nur von einem Wesen, welches geboren werden sollte aus dem Leib oder dem Schoß einer Jungfrau. Sie sprachen nicht über den Menschen, welcher von der Brust dieser Frau gestillt werden würde. Nein, sie sprachen von dem Zeugnis des Herrn Jesus Christus. Sie bezeugten das Blut von Tieren, von Ziegenböcken und von Bullen, dass da es ein wirkliches Blut geben würde, das würde den Leib von Jesus erfüllen. Und wir müssen heute verstehen, was ist dieser Ort? Wir müssen der einzige Ort der Anbetung, den Gott vorher bestimmt hat, das ist sein einziger Sohn oder sein eigener Sohn. Und er sagte, ich kümmere mich nicht um was anderes sonst noch in Israel, was in Jerusalem stattfand. Ich kann mir nicht vorstellen, wie viele Dinge stattfanden in hohen Orten. Sogar dort,
wo ein Prophet ein großer Mensch war, aber der einzige Ort, wo Gott Aufmerksamkeit geben würde, ist wo das Wort Gottes, welches das Zeugnis Jesu Christi ist. In der Lage sein zu sehen, was Gott in dieser Generation tut. Welches der Geist der Prophetie ist. Braut Jesu Christi. Die Braut Jesu Christi wurde nicht gerufen um eins. Aber sie wurde gerufen, um zu prophezeien, zu weissagen. Warum, Geschwister? Wie der Prophet Elisa wandelte in Demut, im Dienst. Er ging durch Demut und durch das Opfer. Es war ein Opfer für ihn. Und es war ein Opfer, das einen Mann den nächsten Mann zu folgen. Und wisst ihr, Menschen sagen, wir folgen einem Menschen. Aber wisst ihr, warum wir manchmal Menschen nachfolgen? Weil diese Menschen folgen dem Wort nach. So wie Paulus uns schrieb, er sagte, wir sollen ihm nachfolgen, weil er wollte uns etwas reflektieren. Wir sollen folgen, wie er Christus folgte, weil er hatte Jesus auch nachgefolgt. Und da war es nicht gewiss, dass das Geheimnis Gottes in diesem Menschen, Elia, verborgen war. Er hatte keine Augen für irgendwelche anderen Mann. Erinnert euch, sie hatten eine Prophetenschule, sie hatten alle Arten von großen Männern und Persönlichkeiten in der Botschaft der Stunde, aber Elisa hatte nur Augen verborgen war. Und das war in dem Herzen dieses Propheten. Darum, meine Brüder und Schwestern, sein Eifer behalten konnte, dem Wort, dem Propheten zu folgen, war, dass er diese lebendig machende Kraft empfangen hat. Und ich glaube, das ist dasselbe Ziel, das wir haben. Oft höre ich Aussagen, die die Leute sagen. Leute sagen manchmal, und das höre ich, wir haben den Geist des Botschafters empfangen. Wenn sie darüber sprechen, den Geist des Botschafters empfangen haben, dann versuchen sie, die Natur des Menschen, des Propheten in uns rein zu tun. Doch der Geist, den wir empfangen haben, ist nicht der Geist von William Branham. Aber wenn ich den Geist von William Branham empfangen habe, dann würde ich in so einen Hut tragen wie er, dann würde ich wie er gerne in den Bus gehen und jagen und ich würde gern fischen gehen. Spirit of a man, but the spirit of the messenger of the hour is not the spirit who just points us to the nature. Botschaft der Stunde ist nicht die Natur des Menschen, sondern wir haben den Geist Christi empfangen, welcher in dem Botschafter für diese Stunde lebte. Und mein Bruder und meine Schwester, er konzentrierte sich darauf, er wusste, was es bedeutet, Christus nachzufolgen. Egal wie viele einmal bekommen habt, wenn ihr euch von euren Freunden verabschieden müsst, wenn ihr euch aufhören müsst, zur Gemeinde zu gehen oder dieses und jenes tun müsst, wenn ihr einmal das bekommen habt, wenn ihr Tschüss zu euren Freunden sagen müsst. Und jetzt spreche ich zu den jungen Leuten, die es nicht mögen, sich trennen zu müssen. Junge Leute wollen gerne angenommen werden, um Menschen, die sind wie sie. Aber ich möchte euch sagen, junge Leute, ihr seid nicht hier, damit ihr von Menschen angenommen werdet. Paulus sagte, wir sind in dem Geliebten angenommen. Und der Geliebte ist nicht die Gemeinde, der wir angehören, und es ist nicht der Wille eines Pastors, sondern dieser Geliebte ist der Herr Jesus Christus, welcher verworfen wurde, welcher von
von allen verworfen und abgelehnt wurde. Er wurde getötet, er wurde gemartert und er wurde geprüft und man hat ihm einen Prozess gemacht von Rom, durch Pilatus, durch Herodes. Aber in all diesen Dingen war er unschuldig und er kam nur den Willen des Vaters zu tun. Ich spreche nun zu euch. Ihr wissen müsst, dass ihr 100% wirklich auch diese Botschaft ausgeliefert sein müsst. Vielleicht magst du eine bestimmte Person oder einen Bruder oder wie tun, dann ist heute die Zeit, dich auch davon freizuschütteln. Nun für Geschwister, dass wir das bekommen, müssen wir 100% Welt war ich auch eine Person, war ich populär, war ich eine populäre Person. Wenn du aber all das verleugnen musst und ich war eine populäre Person, wenn du das tun müsstest, selbst wenn du Einkommensquellen aufgeben musst, dann weiß ich, dass du tun wirst, weil ist die Urnotwendigkeit deines Lebens. Wisst ihr? Reisen müsst, würdet ihr überlegen, was muss ich tun? Würdet alles versuchen, wie zum Beispiel, muss ich meine Haare kämmen, dann kämpft er sie. Aber wenn es darum geht, aber wenn es um etwas Wichtiges geht, jetzt geht's. Ihr habt die Taufe des Heiligen Geistes in eurer Seele. O Gemeinde des lebendigen Gottes, ihr müsst prophezeien, nicht weil ihr solltet, wir warten. Nein, du musst wiederum weissagen. Die Gemeinde hat bereits die Taufe des Heiligen Geistes. Sie muss bereit sein. Aber was benötigt es, um zu weissagen? Die Gemeinde muss mehr sein, als nur die Neugeburt haben oder nur irgendwelche Erfahrungen haben. Aber du musst prophezeien, weil der Druck Geistes Gottes muss in dir sein. Ihr müsst bewusst sein, ihr müsst verstehen, der große Auftrag ist, der vor euch ist. Erde, die Natur und die schlafenden Heiligen, sie warten auf euch, sie hängen alle davon ab, wie viel Platz du dieser lebendig machenden Kraft gibst in deinem Leben. Du sagst, Bruder Juan, ich habe Gott so viel gedient die ganzen Jahre. Ich habe alles dem Mann gegeben, was ich hatte in meinem Leben. Meine Eltern, die waren in der Botschaft, bevor ich geboren wurde. Und ich wurde in die Botschaft geboren. Aber damit die Botschaft in mein Leben kam, bedurfte es etwas mehr. Du kannst sagen, ich habe dieses getan für Gott und ich habe jedes für Gott getan und ich muss das für Gott tun. Und nächstes Jahr werde ich dieses haben. Aber das bedeutet nicht zu dienen. Als ich diesen Gedanken dachte, kam mir in den Sinn Zeugnis, das ich vor einiger Zeit hörte. Viele von euch haben in der Botschaft gelesen, Bruder Bonn sprach von einem Mann, der zu seiner Gemeinde ging. Sein Name war Ben Bryant. Und dieser Bruder Ben war ein Veteran. Ein Veteran des Zweiten Weltkriegs. Hat er so viele Kugeln in seinem Gehirn geschossen bekommen, dass es sein Verhalten so komisch geworden hat, die Menschen verstört hat und die Menschen haben oftmals gemacht, dass er haben ihn draußen und Bruder, wisst ihr, als Bruder Branham noch am Leben war, da waren Menschen um 5 Uhr morgens schon draußen vor dem Tabernakel, um reinzukommen für die Gebetsversammlung oder um reinzukommen, einfach darauf, um reinzukommen in die Versammlung. Aber wisst ihr, was Bruder Ben passiert ist? Er ist gar nicht mal auferstanden, sondern er ging direkt von seinem Haus zu den Toren der Gemeinde. Draußen anstand in der Schlange.
er hat, von dem waren die Schlangen egal. Der ist einfach, hat sich vorgedrängelt, weil er ging rein, er wollte nur das Wort Gottes hören. Und einmal fiel eine Schwester hin und Bruder Ben war so verzweifelt, das Wort Gottes zu hören, dann hat er aus Versehen seinen Fuß, weil wie gesagt, getan, und dann hat ihre Schulter ausgerenkt und Leute gingen zu Bruder Branham und zu Bruder Neville und die Leute haben sich beschwert über sein Verhalten. Und Bruder Branham sagt, bitte denkt daran, seid geduldig mit ihm. Er war ein Veteran. Er ging zum Krieg und er hat und die Kugeln in seinem Gehirn haben auch verursacht, dass er nicht mehr sozial denkt und sich asozial verhält. Traf ihn einmal und dann sagte Bruder Juan, vor 30 Jahren, als Bruder Branham da fuhr ich mal die Straße runter, bevor, da kam ich einmal um eine Ecke und dann bin ich ausgestiegen und dann fing ich an zu gehen zu der großen Menschenmenge, die da war und auf einmal sah ich wie ein großer Mann, der auf seinen Vieren ging, buchstäblich wie ein Hund. Und er sagte, dieser Mann hätte auch noch wie ein Hund oder hat sich verhalten wie ein Hund. Und die Leute haben geguckt, wie der Mann bellte wie ein Hund. Die Leute haben sich über ihn lustig gemacht. Weißt du, wer dieser Mann war? Das war dieser Ben, welcher in der armen Ecke war. Er fing an zu zerschmelzen. Also ich sage, wie dieser Mann ein Veteran war. Jetzt war er auf den vier Beinen und bellte wie ein Hund. Und ich erinnere mich, wo ich war, ein kleiner Hund. Und ich ging früh ins Tabernakel, sagte mir ein anderer Bruder. War mit ihm. Und Leute haben sich über sein Verhalten bei Bruder Branham gespürt. Und als ich den Mann gesehen habe, habe ich gesagt, schlussendlich haben die Leute gesagt, jetzt ist er komplett durchgedreht. Und ich wollte einfach nur, dass jemand ihn nehmen würde, ihn aufheben wird und ihn dann zum Veteranenkrankenhaus bringt. Und hat mich einfach nur angeschaut. Aber in einer Sekunde dann war er, auf einen Moment ging er noch so wie ein Hund, auf einmal stand er auf und sagte, Halleluja. Und dann sagt er, da ich jetzt eure Aufmerksamkeit habe, möchte ich euch ein Zeugnis geben. Ich habe eine gute Nachricht zu geben. Und das ist, dass Gott einen Propheten sagte in dieser Generation. Sein Name war William Branham und er predigte den Schlangensamen und er öffnete die Siegel und der Bruder, der mir das erzählte, sagte, ich sah das und ich ging zurück in mein Auto und senkte meinen Kopf auf mein Steuerrad und ich weinte und sagte, Herr, ich habe so wenig für dich getan, aber ich habe gesehen, wie ein Mensch die Rolle eines Verrückten gespielt hat, nur um die Aufmerksamkeit der Menschen zu bekommen, um die Menschen dazu zu bringen, dass sie die gute Nachricht hörten, dass Gott einen Propheten gesandt hat. Und der Mann sagte zu mir, mein Gebet war, oh Herr, hilf mir, dass ich etwas für dich tun kann, weil ich habe bisher nichts für dich getan. Schwester, das war nur, um unsere Aufmerksamkeit zu erregen. Wir müssen sicher sein in unserem Leben. Das nicht ausweise, ist es egal, was für einen Weg ich gehe, um das auch zu verbreiten. Ich bin in dieser Botschaft geboren. Weil dieses Erzeugnis, das ich euch gerade erzählt habe, ist mehr als gekommen. Und ich habe einen Platz besetzt und ich habe die Bank gedrückt in der Gemeinde. Nein, es bedarf lebendig machender Kraft in dir, um das zu tun. Ich möchte ein bisschen weitergehen, es braucht mehr. We are living
Ich möchte euch betonen, wir leben in einer Welt der undankbaren Menschen. Wir leben um undankbare Menschen herum. Menschen haben aufgehört, dankbar zu sein. Menschen haben aufgehört, zu beten fürs Essen. Menschen haben aufgehört, Gott zu danken für die großen Dinge, die er getan hat. Auch in Jesus Christus ist eine kleine Minderheit mit der ganzen Hölle. All seine Dämonen sind gegen diese kleine Gruppe, versuchen, die Leute aufzuhören zu predigen, dass sie aufhören, den Namen Jesu Christi zu erheben. Alles wird niedergewalzt, weil die Leute werden müde, dankbar zu sein. Ausweisen möchte, wie viele Dinge Bruder Branham tat, der Elisa, der Prophet tat, welche für die Welt hat, während er lebte. Erinnert euch, dass Gott Elia gebrauchte, um die Himmel zu verschließen. Und dann gab Gott Elia den Befehl, die immer wieder zu öffnen. Und ich kann mich vorstellen, wie viele Leute kamen, als der Regen nicht viel für 3,5 Jahre, weil da ein Mann war namens Elia, welcher Gemeinschaft hatte mit dem Heiligen Geist, hatte. Die Leute müssten dankbar sein, müssten von Herzen dankbar sein, wenn er nach 3,5 Jahren den Regen wieder bringen kann. Und Leute sollten eigentlich doch Respekt auch dem erweisen. Ich kann mir vorstellen, dass Josaphat und Ahab und alle anderen Könige und große Leute hätten dankbar sein müssen. Und froh sein, dass sie einen Propheten haben, in dieser Generation zu haben. Ich habe mir gedacht, was müsste sein mit dieser Frau, mit der Frau von Sarepta, dass sie Elia folgte. Ich habe mich gewundert, was würde sein, warum war es so, dass als Elisa nur ein einzigen Gemeindemitglied hatte. Er hatte keine, als der Herr ihn holen würde, in dem Feuerwagen, da war keine Gemeinde, da war keine Prophetenschule, die ihm folgte, er war alleine. An seinem hohen Höhepunkt, da war keine Gemeinde, die ihm folgte, da war nur eine Person, die völlig bereit war, ihm folgen, die im Dienst von Elia, als der Mantel übergeben sollte. Braut Jesu Christi, ich möchte euch fragen, wer bist du? Wer seid ihr? Wo seid ihr heute Abend? Wir sind diese einzelne Person, dieses Volk. Wer hier versteht, dass diese Botschaft, die wir empfangen haben, ist nicht nur eine Frage und eine Sache des ersten und zweiten Zuges, ist nicht nur eine Sache vom Heilen des Leibes und dem Unterscheiden der Gedanken, aber diese Botschaft, die wir empfangen haben von Elia, aber die klar gemacht, sondern die Gedanken Gottes, die den Menschen klar gemacht wurden. Das ist die Art von Gott, die ich dienen möchte. Das ist die Art von Gott, die ich dienen will, folgen will. Es ist mir egal, was mein Nachbar denkt. Es ist mir egal, was sie tun. Das ist in Ordnung. Aber ich möchte diesem Geheimnis folgen, weil dieses Geheimnis ist die Person Jesu Christi. Dieses Geheimnis ist die wahre Taufe des Heiligen Geistes ohne Sensationen. Und das ist, warum wir Elisa hatten. Als Elisa arbeitete, sagte er zu Elia, ich habe nicht das richtige Vokabular im Englischen, es zu sagen, aber er sagte, bevor ich dir nachfolge, muss ich etwas tun. Aber Elisa folgte nicht der Natur eines Menschen, sondern den Taten des Heiligen Geistes. Den Taten des Zeugnisses von Jesu Christi, der Geist der Prophetie. Und dann sagte Elia zu ihm, bleib hier in Jericho, bleib hier im Bethel. Und dann sagte er, bleib hier beim Jordan. Aber sagte ihm, nein, ich bleib nicht hier. Weil wenn einmal ein Gläubiger seinen Weg angefangen hat, fängt er nicht von hier an bis zu einer bestimmten Stelle, sondern er fing an von hier bis zur Herrlichkeit. Fang an hier in der Zeit.
und wir gehen bis in die Ewigkeit zu Gott. Deswegen, Elisa erfolgte nicht nur der Natur eines Menschen, sondern er folgte dem Geist Gottes. Das ist genau das, was die Braut auch folgt. Elisa hätte getauft werden können, konnte befreit werden, heilt werden und eine große Erfahrung haben. Aber das war nicht, was er wollte. Er wollte die Erfahrung des Heiligen Geistes in seinem Leben haben. Aber was Elisa wirklich wollte, warum wir oft nicht vorwärts gehen wollen, aber das ist, was der Heilige Geist möchte, uns herausnehmen will, rausnehmen und uns in die Wildnis hinausbringen, wo niemand anders uns glauben kann, wo niemand anders uns verstehen kann. Aber es ist nicht wir, die es tun, es ist die lebendig machende Kraft, die in dir ist, die dich einlädt, herauszukommen aus dem deiner Komfortzone, aus der Lehren der Gemeinde. Du musst weitergehen als der Pastor, du musst weitergehen als nur dein Pastor, du musst hinausgehen. Und nun, Elisa folgte nicht irgendwelchen Menschen. Und als er einmal das bekam, diesen Mantel, auch die Erfahrung hatte oder diese Inspiration hatte, das zu predigen, in einer Zeit, wenn wir gar nicht mal zusammenkommen können, wir können den Bruder nicht umarmen, wir können nicht die Hände schütteln, aber wir können darüber hinausgehen. Weil der fünffache Dienst hatte die Vision, dass die Braut Jesu Christi mehr als nur eine Sensation braucht, eine Gefühlsbewegung braucht. Sie braucht mehr als nur ein Gefühl. Vielleicht, dass man nur einen Schauer den Rücken runterlaufen spürt, aber die Person von Jesus Christus. Und als Elia einmal dieses Element hatte, ihn niemals verlassen. Und das ist der Auftrag der Braut Jesu Christi. Die Braut Jesu Christi kann sich nicht zufrieden geben mit irgendeinem Segen, den sie bekommen hat. Ich werde mich nicht mit irgendeinem Segen zufrieden geben, sagte David, bis ich in seine Ähnlichkeit komme, bis ich diesen Ort erreiche, wo Christus die Hoffnung der Herrlichkeit ist in meinem Leben. Als er es einmal bekommen hat, hat dieses Element ihn nie verlassen. Selbst in der Stunde seines Todes kann ich mir vorstellen, Geschwister, Reden waren und was für nette Predigten sie gepredigt hatten zur Zeit, als er starb und an seinem Grab waren so viele Blumen und die Leute haben ihm Respekt erwiesen. Aber wisst ihr was, das ist so eine Sache mit dem Tod. Wenn jemand stirbt, bald verliert die Person. Deswegen musst du mehr sein als nur ein Mitglied von einer bestimmten Gemeinde oder nur eine Mitgliedschaft zu haben in irgendeiner Gemeinde. Du benötigst dieses Element in deinem Leben. Als alle aus dem Friedhof kamen, starb dort für Monate, Wochen, Jahre, bis er nur noch eine Erinnerung war in den Herzen von den Menschen, der Auserwählten von damals. Aber der Gott Elisa, dem wir heute noch nachfolgen, selbst nachdem er gestorben war, nachdem er beerdigt worden war, da kam das, es gibt ein Prinzip im Krieg, dass wir unsere Toten nicht auf dem Schlachtfeld zurücklassen. Und sie fingen an, die Toten vom Schlachtfeld einzusammeln und dann haben sie wollten sie vielleicht noch beten oder dann wollten sie sie waschen und dann auch sie zurückbringen zu ihrem Heimatland. Und zu einem Ort. Manchmal machen wir eine Waffenruhe und wir können unsere Toten beerdigen. Und während die eine Armee dabei war, ihre Soldaten, gefallene Soldaten zu beerdigen,
Da kam die gegnerische Armee hinein und sie hatten keine Zeit mehr, ein Grab auszugraben und dann den Soldaten reinzulegen. Und dann, ich sage euch was, sie waren verpflichtet zu rennen und sie mussten das zurücklassen, was sie tun wollten. Sie waren gezwungen, einfach die Leiche dahin irgendwo hinzuwerfen. Und dieser Tote hätte fallen können auf das Grab von Dr. Jones fallen können oder irgendein Helden des Landes fallen, aber das war nicht der Fall. Er fiel auf die Gebeine dort, wo noch die lebendig machende Kraft die Gebeine des geliebten Propheten Gottes bewahrte. Und als dieser Tote auf die Gebeine Elias fiel, dann sprang dieser Tote wieder auf und lebte. Er hatte alles wieder. Er hatte Augen, Ohren. Elia hatte keine Ohren oder Augen oder nichts mehr, aber in diesem Knochen war lebendig machende Kraft. Nun gegenüber deinen Mitschülern oder Arbeitskollegen siehst du wie ein normaler Mensch aus, aber du bist gefüllt mit lebendig machender Kraft und was die Gemeinde Christi zu tun hat, heute ist sicher zu sein und sicherzustellen, dass sie die lebendig machende Kraft in ihrem Leben hat oder in der Gemeinde ist. Die Bibel sagt in Lukas 17, 24, dass Lukas 17, 34, ich sage euch, in dieser Nacht werden sie auf einem Bett liegen und ich möchte da nicht näher darauf eingehen, aber weiterhin sagt Jesus, der eine wird genommen werden, der andere zurückgelassen werden. Und ich möchte euch was sagen. Das ist im Futur gesagt. Und ich möchte euch was sagen. Was heißt das? Was ist im Futur? Also das Wort Gottes nimmt gerade jemanden und das Wort lässt auch jemanden zurück. Und ich kann nicht mehr sagen, das eine wird genommen, der andere zurückgelassen. Wir wissen, dass die Entrückung nicht eine Sache ist, ein Ereignis ist, das kommt, sondern die Entrückung findet gerade statt, weil unsere Seele, jedes Mal, wenn wir zur Gemeinde kommen, zum Gottesdienst kommen, wird etwas von Gott genommen. Dann stirbt etwas von uns und das andere von uns wird hinaufgenommen. Sein, dass der Herr gerade jetzt jemanden nimmt, weil gerade jetzt tut der Herr das Werk und ich hoffe, dass ihr gerade jetzt auch durch das Wort Gottes aufgenommen werdet. Halleluja. Kurze Trinkpause. Weltführer heute, Regierungen der Welt sagen, sie hätten Macht. Wir sehen, wie sie fallen über die Armeen, die sie haben. Und ihre technologischen und wissenschaftlichen Entdeckungen und dass sie Verbrennungsmotoren haben, welche verwenden, um andere zu zerstören. Aber wisst ihr, das ist nicht die Kraft, welche die Gemeinde heute vorwärts bewegt. Das ist nicht die Kraft, die Gemeinde Gottes heute vorwärts treibt. Und das ist auch noch viel weniger ist das die Kraft, welche die Gemeinde hier rausbekommen wird, sondern die Kraft, die die Gemeinde heute bewegt und die Gemeinde, die die Kraft heute kontrolliert, Kraft, die heute die Gemeinde kontrolliert, ist die Taufe mit dem Heiligen Geist. Und ich möchte euch sagen, wir finden heraus in Jesaja 9, wo sollen sie den Namen des Herrn fürchten, vom Westen und vom Aufgang der Sonne, also dem Osten. Und wenn der Feind wie eine Flut hereinkommen wird, wird der Geist Gottes, der Geist des Herrn, ein Feldzeichen, eine Standarte gegen ihn erheben. Und wenn man sagt, das Standarte ist der heute in unsere Mitte gesetzt worden. Es gießt er herab, nicht nur die Taufe mit dem Heiligen Geist, aber er gießt in uns seine
Kraft herab. Ich möchte nochmal sagen, er sagte, die Kraft, die die Gemeinde bewegt, das hat er gesagt, war der Heilige Geist. Und in Zechariah Kapitel 4, Vers 6, sagt er nicht, nicht durch Macht, nicht durch religiöse Macht, nicht durch kommunistische Macht, nicht durch politische Macht, sagt er, sondern durch meinen Geist wird es geschehen, spricht der Herr. Und möchte euch fragen, gibt das eurer Seele nicht Ruhe? Das frage ich euch. Wenn ich das verstehe, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Es wird durch den Geist des Herrn sein. Nicht rennen und schauen, was geschieht hier. Nein. Nein, es ist die, der Gegenwart Gottes, Christus, welcher die Salbung ist. Wenn wir das verstehen, es muss uns Ruhe in unseren Seelen bringen. Mach das. Ich in einem Sabbat lebe. Denn Gott, als Gott ruhte, ruhte er nicht nur, um aufzuhören zum Arbeiten, aber als er Adam sah, in seinem Bildnis und ihm ähnlich sah, da ruhte er auch, Vertrauen hatte in seinen Kindern, weil er wusste, dass er schließlich einen Leib hat in seinen Kindern und die hat, also hat einen Leib auf Erden durch seine Kinder, die seinen Geist haben und sein Werk fortführen auf der Erde. Und darum möchte ich euch sagen, wir können Zuversicht haben können, dass wir nicht Furcht haben vor den Drohungen von Russland und Nordkorea, die kommen, dass sie nichts kann uns bedrohen. Ich möchte euch sagen, Heilige Gottes, dass Christus in uns die größte Atombombe ist gegen Sünde, gegen Tod und gegen die Hölle. Oh, Halleluja. Ehre sei Gott. Ich möchte einen Gedanken einfließen lassen, von einem Mann einfließen lassen, den ihr kennt. Er heißt Albert Einstein. Wenn jeder über Albert Einstein nachdenkt, dann denken wir, sagen wir immer, Albert Einstein, vielleicht der schlauste, klügste Mensch aller Zeiten. Niemand war schlauer als er, nicht mal Stephen Hawking. Jobs und Galileo Galilei, niemand war schneller, niemand war klüger oder gescheiter als Albert Einstein. Er hat Dinge brauchen konnten, die war sehr nützlich. Er sagte, wir könnten eigentlich sogar eine Universität schaffen. Und ich würde sagen, er ist beinahe in die in die Gedanken Gottes eingestiegen. Wusste, wie man mit Verstand, wie man anfing, mit Atomen zu arbeiten. Und er sagt etwas sehr Mächtiges, Kraftvolles, dass die größte Kraft, die es gibt, ist die Kraft des Willens. Und als ich das las, da klang es für mich sehr wunderbar. Aber dann etwas zu mir sagte, lies es nochmal. Als ich es nochmal las, warum fehlt in dieser Aussage? Weil die größte Kraft ist nicht die Kraft des guten Willens, aber die Kraft des vollkommenen Willens Gottes. Und der vollkommene Wille Gottes ist hier, um uns zu helfen, um in dieser bösen Generation zu überwinden. Ich hoffe, ihr erfreut euch am Wort Gottes, während wir vorwärts gehen. Ein wenig mehr. Diese Gemeinde muss sich sicher sein von dem, was sie empfangen hat. Gehen wollen zu den Zeitalter der Gaben und Heilungen, verstehen, wie Menschen zurückgehen wollen, sagen, die besseren Zeiten waren die zurückgehen. Nein, die Brautrichtung muss sicher sein und sie muss sich gewiss sein von dem, was sie empfangen hat. Und lass mich euch was sagen. Was wir heute empfangen haben, ist dieselbe Gegenwart und dieselbe Kraft, welche die Gemeinde auch umgürtet hatte, die Frühgemeinde am Tag von Pfingsten, welches Gottes eigenes Leben war, als es auf die Gläubigen obersah. Und es brachte sie von Feiglingen aus Höhlen heraus. Sie hatten Angst.
Sie wollten gar nicht das Tageslicht sehen. Aber als einmal der Heilige Geist in ihre Herzen einschlug, dann fingen sie an, Zeugnis zu geben, weil die Kraft Gottes die Gemeinde verändert hat aus einer Feiglingshaltung oder duckmäuserischen Haltung zu einer Gott sagte niemals seine Jünger, um Furcht zu predigen. Und er sandte seine Jünger auch niemals, um Numerologie zu predigen oder Ägyptologie zu predigen. Aber er sandte sie, um unter der Kraft der Auferstehung zu predigen. Und ich möchte euch etwas lesen, was Bruder Branham sagte. Botschaft G und 50. Wie ich letzte Nacht den Missionaren sagte, ich sagte, ihr geht dort zur Bibelschule, ihr lernt dort eure Theologie und ihr studiert oder lest, schreibt, lernt Mathematik, Arithmetik, geht nach Afrika und macht aus den zweifaches Kind der Hölle, mehr als es schon von Anfang an war. Aber ich sagte, Jesus, als er seine Jünger beauftragte, zu gehen und Missionare zu sein, sagt er, siehe, ich sende die Verheißung des Vaters auf euch. Und ihr werdet wissen, Brüder, dass die Verheißung des Vaters war nicht, dass der Vater kommen würde, um ihm irgendwas zu geben, sondern die Verheißung des Vaters war, Vater aus der Innenseite der Gemeinde operieren würde. Weil er sagte, wie der Vater mich gesandt hat, sende ich euch. Was ist das? Der Vater sandte ihn, und als der Vater ihn sagte, ging der Vater mit ihm. Durch irgendeine Gabe oder durch irgendeine Gefühlsbewegung oder Sensation oder eine große Sensation, sondern die Gemeinde wurde gesandt mit dem Vater, mit ihr. Und er sagte also, ich sende die Verheißung des Vaters, aber wartet zuerst in der Stadt Jerusalem, nicht in irgendeinem Seminar, nicht in irgendeiner Schule der Ethik. Er sagte, wartet in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan wird mit der Kraft aus der Höhe. Siehe, ich sende die Verheißung des Vaters auf euch, aber wartet Stadt Jerusalem, bis ihr mit angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Nachdem der Heilige Geist auf euch gekommen ist, dann werdet ihr Missionare sein oder Zeugen für mich in Jerusalem und in Judäa und Samaria und bis zu den Enden der Welt. Und bis ein Mann mit dem Heiligen Geist ausgestattet ist, nicht durch Bildung und nicht durch Theologie und nicht durch eine Gemeindemitgliedschaft, Amen, und dann kommt eine Lehre, steht auf dem Band, bis er in Jerusalem Taufe des Heiligen Geistes erfüllt wurde, ist er unqualifiziert für das Pult. Das stimmt. Als ein Missionar oder irgendwas anderes. Und ich habe schon gehört, wie Leute gesagt haben, die haben nur geredet und haben geklatscht, aber Gott hat uns gesandt, dass wir Zeugnisse zu sein von einem lebendigen Gott. Könnt ihr euch vorstellen, und Erde geschaffen habt, ihr lebt unter dieser Kraft. Aber um dieser Atmosphäre zu enden, müsst ihr bereit sein zu sterben. Und wir wurden mit einer verborgenen Natur geboren, aber Gott ist nun die Gemeinde Gottes keine kraftlose Gemeinde. Erinnert euch an Aaron, das ist jetzt eine Botschaft, Zeugen 53, Aaron, der große Priester, der Hohepriester, als er in das Allerheiligste ging, er war ein Zeuge für Gott gegenüber dem Volk. Stellt euch vor, es war ein Mensch, welcher die Brücke sein muss, fallenden menschlichen Rasse. Gab Zeugnis im Allerheiligsten. Und er zeugte, war ein Zeugnis für Gott vor dem Volk.
Schaut euch das kostbare Zitat an. Ich lese es euch vor aus Zeugen 53. Als Aaron, der hohe Priester, oder vor allem sagt der große Priester, in das Allerheiligste ging, trug er Blut mit sich. Er musste in einer bestimmten Weise kleiden und er musste in einer bestimmten Weise gehen und er musste ein für Gott sein. Und er hatte Blut und er ging vorwärts. Und er hatte an den Säumen seines Gewandes, wo sind wir gerade? Wir sind nicht beim Kopf, wir sind beim Saum seines Gewandes. Aaron, wir gehen jetzt in das Allerheiligste. Das ist die Gegenwart Gottes. Also, und Abraham sagt weiter im Zitat, und am Ende von seinem Gewand, also unten, da war eine Glocke eine Pampelmuse nennen würde. Abgewechselt, eine Glocke, eine Pampelmuse die ganze Zeit. Und er musste, dass es immer geklungen hat, heilig, heilig, heilig dem Herrn. Wenn das nicht heilig ist, und Bruder Mann sagt, und der Grund, warum diese Glocke gegen diese Pampelmuse oder diese Granatapfel, das auch klang, war, der einzige, so konnten sie wissen, dass er noch am Leben war. So konnten sie wissen, dass Gott ihn nicht getötet hatte, wenn er dort drin war. Sie mussten das hören. Und Bruder Bram sagt, wir brauchen heute einige Granatäpfel und Glocken, die gegeneinander klatschen, klingen, mit diesem freudigen Geräusch Gott gegenüber als ein Zeugnis, dass Gott immer noch regiert und lebt. Amen. Was für ein Zeugnis. Die Zeugen, die dort in den Obersaal gingen und sie haben die Taufe des Heiligen Geistes bekommen. Sie hatten eine Granatapfel und eine Glocke zusammenbekommen. Und sie stolperten herum wie betrunkene Männer unter dem Einfluss des Heiligen Geistes. Und dann immer noch Zeugen derselben Sache. Ihr werdet meine Zeugen sein dieser Kraft in Jerusalem, Judäa und Samaria und in Jeffersonville, Indiana. Halleluja. Das ist eine wunderbare Sache. Und das ist, was wir brauchen. Wir haben keine tote Religion. Wir haben keinen historischen Gott. Aber wir haben etwas Reales in unserer Mitte. Wir gehen vorwärts. Durch seine Kraft, durch sein Zeugnis. In 1. Korinther, Kapitel 4. Oder Brunnen sagt dort, und Paulus sagt es hier, 1. Korinther 4, da sagt er, Halleluja. Und entschuldige, 1. Korinther, Kapitel 2, und meine Rede und meine Verkündigung, bestand nicht in überredenden Worten. Mein. Seht ihr diesen Geist, welcher das Rahmenwerk der Botschaft auch umgibt? Verlockende Worte, überredende Worte. Paulus sagt, meine Rede bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in der Weisung oder Manifestation des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Halleluja. Darum, Bruder, Schwester, es hat nichts zu tun mit dem Fleisch, bestimmten Kraft Gottes, die völlige Kontrolle übernimmt von dem, was wir sind. Darum, tut mir einen Gefallen, Geschwister, und tut euch selbst einen Gefallen, während ich euch das sage, darum, Brüder und Schwestern, niemandem irgendeinen Lob, ein Menschen oder so, oder preist keinen Menschen. Oh, was wäre, wenn Gott nicht Bruder Bram gesandt hatte? Dann würde ich jemand anderen schicken. Aber Gott hatte jemanden gesagt, der Grund, warum er gekommen ist, war für, gibt keinem Menschen die Ehre, sondern gibt dem Herrn die Ehre,
weil der Heilige Geist ist die einzige Person, die die Herrlichkeit und Ehre verdient. Und was mir in Gesinnung kommt, erinnert ihr euch, als die eherne Schlange eine große Offenbarung war, könnt ihr euch das vorstellen? Die eherne Schlange war die Offenbarung der Errettung, war die Offenbarung, dass Sünde bereits gerichtet wurde, dass du nicht gegen Sünde kämpfen musst, weil die Sünde bereits besiegt worden war. Und diese eherne Schlange in der Zeit der Wildnis feurigen Schlangen, sagte Gott zu Moses, mach eine eherne Schlange und zeig sie dem Volk. Und alle, die auf die Schlange sehen können, und werden befreit werden. Das war eine große Offenbarung. Und das war die Offenbarung der Erhaltung des Lebens. Wenn du nicht auf diese Schlange siehst, wirst du gewiss sterben. Und es war sicherlich eine große Offenbarung. Aber nach einer kurzen Zeit wurde es zu einem Gräuel. Wir müssen so vorsichtig sein in der Botschaft sein heute. Da musste Gott jemanden senden, um sie zu zerstören. Warum? Weil man soll nicht die Betonung legen auf das Bild. Wir gehen heute in dieser Zeit, werden wir nicht auf ein Bildnis Wert legen, sondern das wäre eine Götzenanbetung, sondern wir werden uns nicht vor diesem Geist beugen, aber dem Heiligen Geist in uns. Legt die Betonung auf diese Gesinnung Gottes, welche uns gebracht wurde durch den Dienst eines Propheten in den letzten Tagen. In der Botschaft geführt zu werden vom Heiligen Geist. Ich suche gerade, wo es gerade liest. Einmal gehen die Menschen weg von dem Wort Gottes, und dann schaut mal auf die eherne Schlange in der Wüste. Die Menschen, wisst ihr, warum die Menschen das zerstört haben? Weil die Menschen haben das nämlich zerstört. Der Prophet sagt, das kann getan werden. Okay, entschuldigt, lass mich nochmal lesen. Schaut auf diese Schlange, die eherne Schlange in dieser Wildnis. Wusstet ihr, dass der Prophet diese Schlange zerstören musste? Weil die Menschen haben die Schlange angebetet und haben daraus ein Götzen gemacht. Glaubt ihr, dass sie das heute töten können? Ihr könnt einen Götzen aus eurer Gemeinde machen. Und ich habe Angst, dass das heutzutage oft getan wird. Sie beten den Menschen an. Ihr könnt Götzen machen aus eure Gemeinde machen, aus euren Götzen, aus eurem Evangelisten. Und ich habe Angst, dass das oft getan wird. Sie verehren den Menschen. Ich war in Kalifornien, sprach zu den christlichen Geschäftsleuten und sprach über das Thema, dass Paulus sagte, dass er fürchtete eine Sache, dass die Menschen denken würden und nicht an den Herrn Jesus Christus. So kam er nicht mit überragenden Worten, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes, dass die Menschen nicht ihn anbeten würden oder zu viel an ihn oder zu viel Wertschätzung ihm entgegenbringen würden, sondern dass sie ihn, den Herrn Jesus anbeten würden, dass ihr Glaube nicht in Paulus ist, sondern in Jesus Christus. Die Herrlichkeit gebührt demjenigen, der diese Kraft gibt, dem Herrn Jesus Christus. Die Gemeinde Jesu Christi ist bewegt heute, wie es gesagt, wenn die Gemeinde sein würde wie dieser kleine David, als er zu dem Showdown ging, zu diesem Höhepunkt ging oder zu diesem Kräftemessen. Lesen in 1. Samuel Kapitel 17. Ich habe keine Zeit, es zu lesen, aber ich möchte das umschreiben. Er sagt, du kommst zu mir mit Theologie. Du kommst mit mir mit gekreuzter Auslegung. Hört ihr mich? Mit einer weltlichen Weise, dich zu klären und Kleidung, die andere Menschen zum Stolpern bringen wird. Aber ich komme zu dir in dem Namen der größten Kraft, die es gibt. Die macht das junge Menschen und alte Menschen.
überwinden macht. Diese, und ich, du kommst mit mir mit deiner Philisterrüstung und Philisterwaffen, aber die Kraft, die Quelle der Kraft kommt nicht von aus dem Irdischen, sondern von oben. David sagt, ich erhebe meine Augen nach Jerusalem. David sagt nicht, ich erhebe meine Augen nach Jerusalem oder zu irgendeinem Bruder so und so, sondern zu den Hügeln, wo meine Hilfe kommt. Meine Hilfe kommt nicht von Amerika, sie kommt nicht von Afrika, sie kommt nicht von Jeffersonville, Indiana, sondern meine Hilfe kommt vom Herrn, welcher die lebendig. Darum, Geschwister, die Hölle ist gegen uns. Du hast eine Philistergerüstung und Philisterwaffen, aber ich komme im Namen des Herrn durch, weil die Kraft, die uns erhält, die Kraft, die uns auch am Leben erhält, während dieser Pandemie, kommt nicht von einem irdischen Anker. Ich greife niemanden an, aber ich möchte nicht viel Wert drauf legen, was ein Mensch sagt. Und ich sage auch, es ist noch egal, was irgendwelche Prediger sagen. Selbst wenn ich zu einer Gemeinde gehöre und ich höre auf meinen Vater, den Pastor, oder gehe zu meiner Gemeinde hier, aber meine Augen sind auf den Herrn gerichtet. Bruder Branham sagt, und ich möchte das nur paraphrasieren, ich möchte mit dem Branham auch mit allem sein, was das Branham Tabernacle tut. Ich möchte mich auch daran engagieren. Aber wenn das Branham Tabernacle Unsinn macht, dann werde ich da nicht mitmachen. Sache von einem Pastor, es ist nicht eine Sache von einer Gemeinde, sondern dem Heiligen Geist, der seine Gemeinde führt, von hier, aus der Zeit, in die Ewigkeit. Ich frage mich, typischer englischer Redner, und ich kann nicht predigen, wie andere Predigen sind, die mir auch vorausgegangen sind, die haben früher gut getan, aber ich bin ein junger Löwe hier und versuche euch zu sagen, was der Herr. Weil ich repräsentiere den ganzen Dienst von Lateinamerika euch gegenüber, aber ich bin dankbar, dass ich die Gelegenheit habe, um meine Freunde auch zu repräsentieren. Auch in alle diese Arten von Geister, die auch diese Gemeinden plagen. Ich habe schlimme Dinge, Ehebruch und verdrehte Pastoren, aber jetzt suche ich doch eine Braut, die in Reinheit lebt und an Heiligkeit glaubt, die lebt im Wort, die sucht danach und glaubt an diese Botschaft. Und ich erhebe einfach meine Hände, trotz des Teufels, trotz Hölle, trotz der römisch-katholischen Kirche, trotz der Kommunisten, die sie sich auch hier erheben in meinem Land, bin ich froh, dass es hier eine reine Gemeinde gibt. Und Bruder Branham sagt, da wird es Bräute und Bräute und noch mehr Bräute geben. Aber dann sagt er, da muss eine kommen, die nicht nur die Mechanik haben wird, aber auch die Dynamik haben wird. Zugleich, das ist die Braut Jesu Christi. Hier sind wir in San Lorenzo, Paraguay und repräsentieren das kleine Bethlehem-Tabernakel. Wir repräsentieren auch das Omega-Tabernakel zurück in meiner Heimat Venezuela, also Barcelona, Venezuela, und repräsentieren die ganze Braut in Lateinamerika. Und wir grüßen euch, Geschwister, in Afrika, Amerika, in Asien. Und hier ist die Braut gerade hier, welche folgt dem Zeugnis von Jesus Christi. Ich war auch erstaunt, als ich euch gehört habe, wie ihr gepredigt habt, Bruder Michael Natcher und auch Bruder Gentle. Und ich kann heute sagen, heute Abend, es gibt keine zwei Heiligen Geister. Wir sprachen dieselbe Sprache, auch wenn wir von verschiedenen Orten kamen. Er ist derselbe Geist. Er führt euch in Europa, in Asien. Ihr fahrt vorwärts zu drängen. Geht vorwärts, voran. Die Feuersäule bewegt sich. Satan wird sicherlich Enttäuschungen bringen. Er wird Lügen bringen. Er wird
alle Arten von Gerüchten hervorbringen und schlechten Berichten, aber da wird eine Braut sein. Und ich glaube, dass wir ein Teil dieser wunderbaren Braut von Jesus Christus sind, in dieser bösen Generation, in der wir leben. Wie viele können Gott preisen? Wie viele können ihre Hand erheben und im Namen des Herrn erheben? Bruder Samuel, ich sehe, wie du deine Hand winkst. Ist sicherlich eine andere Hautfarbe, eine andere Kultur, eine andere Sprache spricht, aber derselbe Heilige Geist, der uns macht, dass wir uns erfreuen in der Gegenwart des allmächtigen Gott. Ob wir in Afrika sind oder in Asien. Wenn der Heilige Geist einmal spricht, sagen wir alle Amen. Die Sprache dieser Botschaft, die uns von hier zur Herrlichkeit Gottes bringen wird. Wie viele können Amen heute Abend sagen? Halleluja. Ich möchte schließen. Halleluja. Mein letzter Gedanke für euch. Alles, was wir erfahren. Meine Frau, meine Kinder auch hier. Ich habe einen Neffen. Meine Schwiegertochter ist auch hier. Wir sind also zu fünft, die auch dem Botschaft folgen. Bruder Rainer. Bruder Rainer ist im Zimmer nebenan übersetzt und seine Frau schaut auch zu. Wir sind nur so 10 Leute. Der Heilige Geist kommt hier in diesen Raum. Nur um uns zu beweisen, nur um uns wissen zu lassen, dass alles, was wir erleben, kam von droben. Es kam aus dem Himmel. Es kam von einem übernatürlichen Wort. Manchmal denken wir, Bruder Branham sagt, Entrückungsglauben liegt in den Seiten dieser Botschaft. Und die Menschen schauten nach Buchstaben, Papier und Tinte oder Druckerschwärze und Papier, wie man auch sagen. Aber diese Botschaft ist die Person, die in dir leben muss. Aber ich lasse mich euch was sagen. Die Menschheit wird Gott nicht glauben. Die Menschheit wird Gott nicht Amen zum Wort Gottes sagen. Nur der Heilige Geist kann dem Heiligen Geist auch beamen, wenn ich so sagen kann, Amen sagen. Wenn ich sagen kann, niemand kann Namen des Herrn anrufen, wenn er nicht den Heiligen Geist hat, weil sie sagen, dass Jesus das Produkt von Unzucht war. Aber der Heilige Geist, der spricht gerade zu euch. Und sagt Amen zum Wort. Und da ist der Heilige Geist hier. Also nachdem dieser Gottesdienst vorbei ist, ist der Heilige Geist hier. Welcher auch jenseits der Milchstraße ist. Und er geht in den dritten Himmel, nur um dem Heiligen Geist zu sagen, diese Menschen von dieser 2021 globalen Konferenz, sie glauben trotz Covid dem Wort Gottes. Und sie speisen sich von dem Menschen, von dem Sohn des Menschen, Körperwort des Menschensohnes. All das kam von oben. Wenn ihr Zugang zu dieser Botschaft habt, wenn ihr Zugang zu dieser Botschaft habt auf euren Geräten und allem, Geschwister, es ist erstaunlich, was ich sagen werde. Aber ihr könntet eintippen, jedes Wort, beinahe jedes Wort, in jeder Sprache, in diesen 180 Ländern, die es gibt. Und ihr könnt egal welche Sprache geben und ihr könnt in einer dieser Sprachen suchen, etwas in der Botschaft eingeben, in die Programme, die wir haben für die Botschaft, suchen. Ihr werdet es finden. Wisst ihr, gerade jetzt, während ich predige, gibt es tausende von Prediger um die Welt herum, die studieren, die suchen in der Botschaft, die schauen in denselben Botschaftsheften, den schaue. Tausende Prediger schauen nach dem verborgenen Manna in dieser Botschaft und überall und beinahe überall auf dieser Welt, in jeder Ecke dieser Welt, sind tausende Prediger, die schauen nach der Offenbarung in den Seiten der Botschaft. Und alles, nach was ihr in der Botschaft sucht, werdet ihr finden. Vom ersten Buchstaben bis zum letzten Buchstaben. Wenn ich mich recht erinnere, sagt die Bibel, ich bin Alpha und Omega. Ich bin das Anfang und das Ende. Oh, was für eine Zeit ist es, in der wir leben? Wir leben nicht in der Zeit,
Wir leben nicht am Ende von irgendeiner Zivilisation, sondern am Abschluss von aller Dingen, wo Gott eine Veränderung bringt, ein Ende zu dieser Braut, sie hinaufnimmt. Sagen, was Gott gesagt hat, durch die Salbung, die Gott gesandt hat in den Gemeindezeitaltern. Drei waren irdisch, eine war himmlisch. Und was für eine wunderbare Sache, dass die einzige lebendige Kreatur, die kam, das einzige von den vier lebendigen Wesen, war ein fliegender Adler. Und er ließ die letzte Salbung für die letzte Zeit zurück. Und das ist die Braut von Jesus Christus. Das ist wunderbar für mich. Die letzte ist von droben. Der letzte war der Adler von oben. Der letzte kann sich am höchsten erheben. Er ist am höchsten. Könnt ihr jetzt sehen, wenn wir unter der Kraft von diesem letzten lebendigen Wesen sind, könnt ihr euch dann sehen, unter welcher Kraft wir sind? Nach dieser großen Salbung leben jetzt in dieser Lücke zwischen Zeit und Ewigkeit. Wunderbar, du und ich in den Zeiten von Luther leben könntest. Wir hätten debattieren und kämpfen können. Wir hätten auch leben können in den Zeiten von Wesley. Am Anfang der zivilisierten Welt bringen die Nachricht der Erlösung zu den Indianern, ist ja auch nett. Aber wir wurden zurückgehalten, um zu leben unter der Salbung des letzten lebendigen Wesens, unter der Kraft des Adlers. Und lass mich noch einmal das Leben und vor dem Thron, das ist in Offenbarung Kapitel 4, Vers 6, war ein gläsernes Meer und mitten des Thrones waren vier lebendige Wesen voller Augen, vorne und hinten. Das erste hatte das Löwen, das zweite wie eines jungen Stieres, das dritte hat das Angesicht eines Menschen und das vierte glich einem fliegenden Adler. Und wisst ihr was wie Bruder Branham sprach, diese lebendigen Wesen haben diese Menschen beschrieben. Ich möchte es lesen aus der Botschaft. In der Botschaft Offenbarung Kapitel 4, Teil 3. Zoon, das ist das griechische Wort, welches Schöpfung bedeutet. Seht ihr? Vier lebendige Zoon. Lebendige Wesen. Ich habe es nachgeschaut nebenbei. Nicht die Tiere, Therion, aber so lebendige Wesen. Und Therion ist wild, ungezähmte wilde Tiere. In anderen Worten, wenn ihr jetzt schaut, im 11. Kapitel, das Tier von Rom, das 13. Kapitel, die Vereinigten Staaten und das 17. Kapitel, beides, die Vereinigten Staaten und Rom, von den denominationellen den denominationalen Kirchen, die sich mit dem Katholizismus verfestigt hatten, macht sie zu Unbekehrten und ungezähmt gegenüber dem ungezähmt und wild. Könnt ihr ungezähmte Verhalten der Menschen sehen? Sie sind brutale Tiere, wütend, wild, versuchen, die Gemeinde zu kontrollieren, die Menschen zu kontrollieren, die Botschaft zu kontrollieren, versuchen sie. Aber ich möchte euch sagen, dass zwischen der Schlange und Adam gab es nur einen Vers in der Bibel, weil die Schlange, welche die Menschen töten oder wollte, war in 1. Mose Kapitel 1, Vers 24. Und wir finden hier
Wie sagt in 1. Mose Kapitel 1, Vers 24, und Gott sprach, Erde bringe lebende Wesen hervor nach ihrer Art. Vieh, Gewürm und Tiere, noch einmal, Vieh, Gewürm und Tiere der Erde nach ihrer Art. Und wir erkennen, dass der Mensch geschaffen wurde, im im Wesen Gottes. Ich meine, wir sehen, dass der Mensch geschaffen wurde im Bild Gottes. Und zwischen den Tieren und Gott, und den Menschen war, ist ein Pferd. Und schaut mal, wenn ein Mann predigt und er tadelt die Gemeinde zu der Zeit, oder tut es nicht richtig, dann tut er es nicht nach dem Menschen von 1. Mose 1, 25 oder gottgemäß, sondern er ist unter einer tierischen Salbung und er predigt nur seine eigenen Gedanken. Aber der Mensch, der Prediger soll, er spricht, dass ein Prediger sollte aber nicht sein, wie die Menschen sind in 2. Timotheus Kapitel 3, 1. Und dann spricht in Offenbarung, glaube ich, über die Hure und ihre Töchter. Und dann spricht, dann zurück zu der, zum Zitat. Vor allem spricht von Tieren, Therion, welches wildes, ungezähmtes Tier bedeutet. Aber Gott hat uns gesandt, das ist mein letztes Zitat. Ich würde es lesen. Und ich. In Offenbarung Kapitel 3. Nun, wenn es so ist, ich möchte euch das gerne lesen. Ich wollte es vorlesen, aber ich habe es nicht. Nun, da waren Tiere. Ah ja. Also in der Botschaft Offenbarung Kapitel 4, Teil 3, sagt er, nun, dort, wo das Tier ist, die Kapitel in Offenbarung 11, 13 und 17 werden Tiere genannt oder Beast, also wilde Tiere. Aber diese Tiere dort, Auslegung ist Therion, er buchstabiert es. Das griechische Wort Therion, welches bedeutet wildes, ungezähmtes Tier. Therion, das bedeutet ungezähmtes, wildes Tier. Aber Sun, sprechen von den lebendigen Wesen, bedeutet lebendiges Wesen, Entschuldigung, ich habe gerade das Zitat verloren. Ja, vier lebendige Wesen, nicht die wilden Tiere Therion, aber so lebendige Wesen. Wir sind nicht unter der Salbung von einem Tier, sondern von einem lebendigen Wesen. Darum versucht nicht, diese Botschaft zu organisieren. Es ist ein fliegender Adler. Ich möchte noch mal ganz schnell vorlesen, was er sagte, weil er es gerade auch gelesen hatte. In anderen Worten, wenn ihr beachtet, das 11. Kapitel, das Tier von Rom, das 13. Kapitel, die Vereinigten Staaten, das 17. Kapitel, beides, die Vereinigten Staaten und Rom, der denominationellen Kirchen, vereinigt mit dem Katholizismus, macht sie zu einem ungezähmten, unbekehrten Tier gegenüber dem Evangelium, ungezähmt oder ungebändigt. Nun, was hat aber Gott getan? Er sandte eine Botschaft, wozu? Um die Gemeinde herauszurufen an diesem letzten Tag und sie herauszunehmen aus diesem Irdischen und sie zu führen zum Himmlischen. Geschwister, mein letztes Wort für euch. Diese letzte Gemeinde ist Gottes Kraft zu der Welt, aber unter dieser Salbung oder Kraft des Adlers sind wir gerufen, die Zeugen Gottes Kraft zu sein, und wir sind unter dieser Salbung des Adlers. Wir sind gerufen unter dieser Adlerkraft, um Zeugen zu sein, auch in dem Raum der Engel. Ich sagte am letzten Samstag zu den Predigern, dass
Buch, das erste Buch der Apostelgeschichte war die Taten von menschlichen Wesen, aber das zweite Buch der Apostelgeschichte ist nicht nur für menschliche Augen, aber dieses zweite Buch der Apostelgeschichte von dem Heiligen Geist mit der Kraft, mit dieser belebenden Kraft, dieses Buch wird gelesen werden, auch im Himmel von den Engeln, wenn Engel dich und mich sehen. Ein Volk, das geboren ist in dem Zustand einer gefallenen menschlichen Rasse, aber nun baut Gott ein großes Bildnis von sich selber. Wozu? Um eine Braut sich selbst vorzustellen, um sich selbst zu nehmen, weil er kommt nicht, um irgendeine Gemeinde zu nehmen, er kommt, um sich selbst zu sich mit der Gemeinde zu nehmen, um sie zur ewigen Herrlichkeit zu tragen. Das ist die Kraft, welche die Gemeinde an diesem Tag erheben wird. Unser kostbarer, gnädiger himmlischer Vater, ich bitte um Vergebung, Herr, weil ich nicht die Fähigkeit habe, so zu sprechen, wie du es willst, dass ich es spreche. Aber Herr, ich habe das gesagt, was du auf mein Herz gelegt hast. Ich bin so dankbar heute, dass du einen Propheten sandtest, dass wir nicht Dinge uns vermuten oder uns Dinge anmaßen ohne Autorität. Aber du hast uns die Autorität gegeben, Himmel zu kennen, Erde zu kennen, die Hölle zu kennen. Der Heilige Geist hat uns die Fähigkeit gegeben, durch die lebendig machende Kraft des Heiligen Geistes nicht zur Hölle zu gehen, aber ein Leben zu leben, gemäß deinem Willen. Vater, ich danke dir für Bruder Samuel, für die Gemeinde, für das Team, welches so eine großartige Arbeit getan hat. Die Prediger, die vor mir gepredigt haben, ich danke dir, Herr, für solch ehrenwerte Männer, die Stunde. Ich möchte dich bitten, segne Bruder Samuel, gib ihnen Ruhe, gib ihnen auch Ruhe und Frieden. Sicherlich haben sie schlaflose Nächte gehabt, haben nach jedem Detail geschaut, weil sie wollten vollen Segen für den Leib Christi um die Welt herum haben. Möge dein Segen auf Bruder Samuel und der Gemeinde ruhen für die kommenden Gottesdienste. Mögest du deine Diener salben und dass nicht die Stimmen der Menschen gehört werden, sondern deine Stimme. Ich danke dir, Vater, für dieses große Vorrecht. Ich könnte heute sterben, Herr. Und ich würde diese Welt glücklich verlassen, nur diese letzte Botschaft gepredigt zu haben, dass ich wenn ich wüsste, dass ich ein Instrument zu deiner Herrlichkeit war. Segne auch den Rest dieses Gottesdienstes in Jesu Christi mächtigem Namen. Sagen wir dir Danke, Herr. Amen. Und Amen. Jeden einzelnen Segen heute Abend. Übergib den Gottesdienst, Bruder Samuel. Gott segne dich, Bruder. Halleluja. Botschaft, uns der Herr Jesus Christus durch einen kostbaren Bruder und Evangelisten Juancho Espinosa gegeben hat. Wir nennen ihn liebevoll Juancho. Brüder und Schwestern, ich denke, jeder weiß, dass wir in dieser lebendig machenden Kraft wandeln müssen. Aber es ist die Kraft, die lebt und in uns regiert. Und sie muss in unseren Heimen sein, in unserem Leben, in allem, was wir tun. Die Kraft Gottes, diese lebendig machende Kraft Gottes. Halleluja. Und viele Dinge wurden gesagt, über die wir lange nachdenken müssen. Große Offenbarungen. Dem Herrn danken, für was er getan hat. Ich möchte mich noch einmal entschuldigen an meiner Stelle als Übersetzer. Er hat zum einen sehr schnell gesprochen und manchmal war nicht alles zu verstehen. Daher bitte ich um Vergebung. Free.
flows from Charisma. Everybody worship Jesus. Father, thank you for the quickening power. In my glory. Jeder soll den Herrn anbeten. Vater, danke für die lebendig machende Kraft. Pastor Eric Chacon of the Emmanuel Tabernacle. Eric Chacon von dem Emmanuel Tabernacle in Costa Rica einladen, dass er kommt, uns zu beten am Abschluss. Lass uns Pastor Chacon willkommen heißen. Gott segne dich, mein Bruder. Ich bin sehr glücklich und sehr froh, ein Teil dieser Konferenz zu sein. Und lass mich allen anderen vorstellen. Mein Name ist Eric Chacon. Ich bin ein Pastor seit 16 Jahren vom Emmanuel Tabernakel in Costa Rica in Zentralamerika. Wir haben uns sehr erfreut an der Botschaft heute Abend. Es war eine große Botschaft von Juancho. Wir leben, Bruder Juancho, war sehr inspiriert. Wir sind sehr froh, wie der Herr gebraucht hat heute. Wir haben eine mächtige Botschaft empfangen heute Abend. Wir werden es beten, um uns zu beschließen. Durch die Einladung von Bruder Samuel auch wertschätzen, danken. Gott segne dich dafür und Gott segne deine Gemeinde und die Braut in allen Orten um die Welt herum, wo immer ihr sein mögt. Es ist mein Vorrecht. Lass uns beten. Herr Vater, wir haben eine wunderschöne Botschaft erhalten. Wir sind so dankbar dafür. Du hast uns gesagt, dass wir in unserem Fleisch verworfen sind, aber wir sind angenommen im Geliebten. Du hast uns gesagt, dass wir die Elisa sind von diesem Zeitalter und wir sagen Amen dazu. The power of the living word is inside of the very elected. What a powerful message has been preached before. In den Gläubigen, in den Auserwählten, was für eine Kraft. Volle Botschaft wurde uns gepredigt. Wir sind so dankbar für diese Botschaft. Das Herz von unserem dass er auch verstehen möge, wie gesegnet wir sind, dass wir das hören durften. Und wir sind, Herr Jesus,
gemäß der Botschaft von heute, Gott, unserer großen Ruhe. Die Ruhe ist vollkommenen Willen, diese große Kraft. Wir sind wirklich leben in der Zeit des Kommens, des Schlupfsteins auf die Spitze, den Pyramidenstumpf. Gerade da liegen wir. Und Herr Jesus, wir erwarten, kommen jetzt. Und wir leben jetzt in dieser Lücke, in diesem Zeit, in diesem leeren Raum zwischen Zeit und Ewigkeit. Und wir den Geist des Therions, des Tieres, verglichen mit der Salbung der lebendigen Wesen. Und es ist so anders, der Geist der viel lebendigen Wesen, als der von der Welt. Aber dieser Geist Gottes ist mutig, ist tapfer. Und wir sind Teil der göttlichen Natur geworden. Und wir sind so froh für deine Söhne und Adler, empfangen alle Verheißungen, Herr. Und wir erwarten jede einzelne Bitte und Bitte für den Dienst von Bruder Juancho, von Bruder Samuel und von jedem Diener Gottes in der ganzen Welt. Bitten einen besonderen Segen auf Bruder Samuel. Nicht in der Botschaft verstehe ich die Verheißung und Inspiration, die du auch in das Herz unseres Bruders Samuels gegeben hast, für wir von Offenbarung sehen ist, dass wir in dieser Zeit leben. Wir leben, Gott es schaffen wird. Wir haben dein Wort in unserem Herzen empfangen. Wir glauben es. Wir sind so dankbar für deine Verheißung, für das Predigen. Und wir beten, dass die übrigen Gottesdienste in dieser Woche selben Segen mit demselben Heiligen Geist fortfahren würden. Großen Adlers, der uns ruft zu einem höheren Leben. Und wir sagen Amen und Amen in dem Namen von Jesus Christus. Meine Brüder, Sprache, aber ich spreche von meinem Herzen und ich senke ein großes Shalom an euch. Gott segne dich, mein Bruder Samuel. Nettes Abschlussgebet und lass mich ein paar Ankündigungen machen. Ich möchte die Gelegenheit ergreifen, allen Pastoren um die Welt herum danken. Ich möchte Pastor John Dacor danken, Pastor Javier Rojas, Pastor Chacon, Pastor Chandler, Pastor Deutschland, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Trinidad, Israel, Trinidad und Tobago, Paraguay, Frankreich, Kanada. Segen. Wir freuen uns auf morgen. Morgen um 10 Uhr. Deutsche Zeit, also 22 Uhr, wird Bruder George Martin uns die Botschaft bringen am fünften Tag. Wir sind sehr begeistert darüber. Morgen um 10 Uhr. Jesus, ganz I want thee forever.
to live in my soul. Break down every idol, cast out every foe. Now wash me and I shall be whiter than snow. Whiter than snow. Now wash me and I shall be whiter than snow. Lord Jesus, look down from thy throne in death. Everybody raise up your hands, worship the Lord. Hebt eure Hände und betet den Herrn an. Complete sacrifice. I give up myself and whatever I know. Now wash me and I shall be whiter than snow, whiter than snow, whiter than snow. Now wash me and I shall be whiter than snow. Lord Jesus, for this I most humbly, oh, to walk in the presence of the Holy Spirit, I wait blessed. Oh, zu wandeln in der Gegenwart des Heiligen Geistes. Crucified thee. By faith for my cleansing, I see thy blood flow. Now wash me and I shall be whiter than. Lord, wash us after hearing this message, whiter. Herr, wasch uns, nachdem wir diese Botschaft gehört haben, dass wir in dieser lebendig machenden Kraft wandeln können. Oh, now wash me and I shall be whiter than snow. Lord Jesus, I pray. Patiently wait. Come now and within me a new heart. That's what we need. To those who have told thee thou never say no. Now wash me and I shall be whiter than snow. Whiter than snow. Worship the Lord and tell him how much you appreciate him. Sagt ihm, wie sehr ihr ihn liebt, wie sehr ihr ihn schätzt. Wash me and I shall be
wider there's no. Hallelujah. Hosanna, Hosanna. Hosanna. Blessed be the rock. Hosanna, blessed be the rock, blessed be the rock of my salvation. Hosanna, everybody, rejoice in the Lord. Oh, blessed be the rock. Freut euch im Herrn, jeder Einzelne. Hosanna, blessed be the rock. Blessed be the rock of my salvation. Every promise in the book is mine. Buch ist mein. Jedes Kapitel, jeder Vers, jede Zeile. Weisung in dem Buch ist mein. One more time. Oh, every promise in the book is mine. Thank you, Lord. Every chapter, every verse, every line. For the quickening power, I am trusting in His love. Divine. Every promise in the book is mine. There is power. Oh, there is power. Power. Oh, wonder-working power in the blood. In the blood of the Lamb. Everybody rejoice in the Lord. Wonder-working power. The precious blood of the Lamb. Of the Lamb. There is power. Power. Wonder-working power in the blood. Of the Lamb, the quickening power, there is power, power. Wendig machende Kraft. Just fly of the Lamb, of the Lamb, there is power, power, one. Thank you, Lord, for your word. Oh, Lord. Oh, Della, thank you for using your servant. Thank you. Thank you, Lord. Herr, dass du einen Diener gebraucht hast, Herr. Danke, Herr Jesus. Hallelujah, hallelujah. How many love the Lord Jesus? We just thank the Lord for what He has given to us tonight. Amen. What a power. Heute gegeben hat, heute Abend. Was für eine mächtige Botschaft von Evangelisten Juancho Espinosa. Möge Gott oder Juancho segnen und ihn mächtig weiterhin gebrauchen, dass er weiterhin mächtig die Braut segnen kann. Und ich bin sicher, viele von euch spüren die Kraft, diese
Kraft, wundersame Kraft Gottes spüren können. Wie viele von euch können die Kraft Gottes spüren? Wie viele spüren, dass sie gegen eine Kriegsarmee anrennen können? Diese lebendig machende Kraft ist direkt in euch. Die ist direkt in euch, gerade in euch. Oh, Bruder, Schwester, dann muss jede Krankheit gehen, jede Seuche gehen, jede Kraft des Teufels muss sofort diesem nachgeben. Warum? Weil die Kraft vom Herrn Jesus Christus ist in seiner Gemeinde, ist in der Braut. Und wir alle müssen in dieser Salbung fortgehen. Und das heißt, wir müssen richtig vor Gott leben. Herrliche Kraft Gottes auf uns ruhen kann, müssen unsere Leben mit dem Wort Gottes auch beistehen. Wir müssen alles aufgeben, wie Elisa es getan hat. Wir müssen auch bereits der Salbung auch ausliefern. Ich war so bewegt, als mein Bruder das sagte, als er zu diesem kritischen Moment kam, war da nur ein Elisa, der wirklich auch diesem so hingegeben war, dieses Geheimnis von Elia zu kennen. Und ich glaube, da ist ein Volk auf dieser Erde, welche so ausgeliefert sind, Auftrag, den Gott auch unseren Propheten William Branham gegeben hat, dass egal was passiert, werden sie dem Wort Gottes folgen, weil wir nicht einem Mann folgen, wir folgen nicht einem Mann, sondern wir folgen der Offenbarung von Jesus Christus, speisen davon, von diesem unfehlbaren Körperwort des Menschensohnes, welcher niemand anderes ist als Jesus Christus. Möge Gott jeden Einzelnen von euch segnen. Um die Welt herum und mögt ihr erkennen, dass Jesus Christus auf dem Thron ist und dass er seine Botschaft zu uns gesandt hat diesen Morgen. Der Herr segne jeden Einzelnen von euch segnen und wir sehen euch alle morgen wieder um 22 Uhr die deutsche Zeit. Einen großen Gottesdienst mit unserem Pastor George Martin. Afrika. Der Herr segne euch alle. Amen. There is power on the working power in the precious blood of the Lamb. There is power, there is power. Everybody rejoice, wonder-working power. Wave to the Lord. Jeder soll sich erfreuen. Gib dem Herrn ein Webeopfer. Was für ein Fest, was für ein Fest. An diesem vierten Tag, was für ein Fest. Schloss Blatt. Everybody! Preisen. Eiskraft. Gebt dem Herrn ein Webeopfer. Pray more, hallelujah. We must pray and seek the face of God. Mehr beten, hallelujah. Wir müssen mehr beten, das Angesicht Gottes mehr suchen und das Wort gebrauchen, das Gott uns gegeben hat und müssen damit vorwärts gehen gegen jeden Feind, gegen jede Festung des Feindes, gegen jede Krankheit, gegen jeden Eingang des Feindes, den er findet. Mit dieser lebendig machenden Kraft in uns werden wir überwinden. Möge Gott jeden Einzelnen von euch segnen. Erfreut euch an eurem Tag, wenn ihr irgendwo in einer Zeitzone seid, wo es tags ist, freut euch. Und wenn es nachts ist, bleibt unter der Salbung. Bleibt unter der Salbung.
seid nicht einfach nur so da, aber geht auf eure Knie, geht in Fürbitte und profitiert von dieser Gegenwart Gottes, die heute auf uns ist, weil Jesus Christus hat seine Botschaft gesandt von dieser lebendig machenden Kraft heute Abend. Möge Gott jeden einzelnen von euch segnen. Segne jeden einzelnen von euch. Wir werden den Gottesdienst abschließen. Wonder working power in the prayer. Wave to somebody before you leave. Denkt noch jemandem zu, bevor ihr geht, wenn irgendjemand von euch das sehen sollte, gerade live. In the blood of the Lamb, there is power, power. Power in the precious blood of the Lamb. Thank you to all our translators. Dolmetschern. Wunderbare Arbeit getan. Working power in the blood. The quickening power is upon you. Die lebendig machende Kraft ist auf euch, die Welt herum. In the precious blood. Amen and amen. The Lord bless everyone, and we'll see you tomorrow. Amen. Come refreshed under the awesome power of this quickening power that we've received, and the Lord Jesus Christ will continue to do more for us. Thank you very much. We love you. We appreciate you. Stay under the anointing. Amen. Oh, I wish I could just kneel down somewhere and just pray. Oh. Beten könnte die ganze Nacht durch unter dieser mächtigen Kraft im Gebet. Ruf zu Gott, belebende Kraft manifestiert wird in alle eurer Leben, bekannt wird in unseren Gemeinden. Bittigen das in dieser Stunde. Möge Gott Barmherzigkeit mit uns haben. Barmherzigkeit mit uns haben. Wir brauchen das in dieser Stunde. Geistkraft, Wunder. I bless your holy name for this word of God that you've given to us, Lord. Thank you, Lord. Bless you, Father. Thank you. Oh, glory to God. Thank you, Lord Jesus. The Lord bless everyone. Stay in prayer. Verbleibt im Gebet. Lasst den Heiligen Geist auf euch sein. Jeder Einzelne soll im Gebet sein. Ihr habt Zeit, ihn noch einhalten im Gebet. Es ist die richtige Zeit, das jetzt zu tun, während ihr im Gebet seid. Während der Geist sich bewegt. NBC2, oh God. The translators, every one of them, oh God, NBC2, oh God, I brought us all to your thank you, Master Manny. Bless all your servants of God. Oh, those who offer prayers, oh God, whatever sacrifice to turn up to teach to the service. I pray, Father, that God is wonder working. Bless you, Father. The power that heals. Oh God, that is Father. The power that delivers. Kraft, welche von allen Krankheiten hält. Die Kraft, die befreit. Die Kraft, die errettet. Thank you, Lord, for our sister. Veronica, the Lord, for the Father of service. Oh, what a miracle. What a prayer answer for you are. We are grateful to you, Father. We bless thy glorious name for our sister. Veronica, you be free from your birth. Did not sin.
There is power in the blood. Power in the blood. Would you are evil and victory win? There is one. That full power in the blood. Oh, there is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. Oh, there is power, power, wonder working power in the prayer. Just play some soft music so everybody can stay in prayer. Amen. The Lord bless every one of you around the world. Um die Welt herum, verbleibt im Gebet. Bei die Salbung fortzubeten und ich glaube, der Herr wird mächtige Dinge tun für jeden Einzelnen von euch. Möge der Herr jeden Einzelnen von euch segnen. Amen.